hätte halt gerne den. Eine Geste, mal so ein bisschen mit, genau, wir schauen natürlich auch regelmäßig in Kanada nach Künstlern und Cirque du Soleil bedient sich natürlich auch der Artisten, wie wir das auch tun, und so ist es natürlich für mich immer schön, Soleil-Produktionen zu sehen und natürlich auch bekannte Gesichter und bekannte Künstler zu erleben. Soleil ist absolut inspirierend und für mich immer ein großes Abenteuer, eine große Lust auch hinzugehen. Was haben wir denn so in letzter Zeit von Cirque du Soleil Künstlern gesehen oder Künstler, die bei Cirque du Soleil schon mal waren? Also ich könnte es jetzt namentlich nicht bei jedem Einzelnen benennen, dafür machen wir einfach zu viele Produktionen. Die DOPs machen ja auch über 30 Produktionen im Jahr, aber ein Star, der viele Jahre beim Cirque du Soleil war, war Victor Key. Er ist einer der besten Jongleure der Welt und er hat in der Deluxe-Produktion uns sehr erfreut und er ist nur einer von vielen, die dann eben auch bei uns ein- und ausgehen. Also da David Scheiner vom Cirque du Soleil ja auch der Mentor von Lila Lou ist, freue ich mich natürlich riesig, dass wir jetzt auch mit Lila Lou hier bei der Premiere sind. Das ganze Team von Lila Lou ist da, ein paar Leute von Lila Lou sind dabei und wir freuen uns jetzt. Schauen wir mal beide ganz nach links, jawohl. Hier beide, Victoria. Victoria, auch hier in die Mitte, genau. Beide mal. Sehr schön. Ich würde auch nochmal gerne mit euch sprechen. Ja, beide hier. Beide hier nochmal. Nein, noch nicht. Alle beide, Achtung, fertig. Und einmal zu den Geh nochmal gerade in die Mitte. So ist man fertig. In die Mitte.